Also das Schwierigste war natürlich auch, weil ich vorher schon einen Hoden verloren hatte, weil ich eine Hodentorsion hatte. Und durch das mussten sie dann nachher den Hoden rausnehmen. Das heisst, ich konnte kein Kind haben. Und ich meine, wir sind damals war es noch ein Achterzimmer mit allen älteren Leuten. Das sind vor allem solche, die Prostata und so Probleme hatten. Und da kam einfach der Arzt reingekommen, aufs Bett gesessen, alle anderen waren da gewesen. Und wir sind dann sagen, sie könnten kein Kind haben, wir alles müssen wegnehmen, fertig und wieder weg. Also einfach das, wo man hier Care Teams und weiss nicht, was aufbietet, ist damals einfach relativ pragmatisch gesagt worden und AD. Fertig. Ja. Also hat niemand gekommen und gesagt, brauche ich Hilfe oder brauche ich Rat oder wenn sie jemand, das ist. Oder heute hat man vielleicht vor der Operation gesagt, wenn sie noch Samen spenden, wenn man etwas auf die Seite tun. Das war damals überhaupt kein Thema gewesen.